Hallo, meine verehrten Damen und Herren, wie immer nutzen wir diese kurze Pause um kurz vor 7 abends, wenn kurz bevor meine zweite Schicht losgeht, für ein Reaction-Video. Heute mal wieder Markus Koch. Bei den Futures heute Morgen zeitweise deutlich fester, jetzt schon wieder ein Plus. Wir haben mal wieder diesen Zweikampf auf der einen Seite zwischen der Mal wieder diesen Zweikampf. amerikanischen Notenbank und auf der anderen Seite zwischen den in der Tat sehr unerfreulichen Covid-19-Zahlen. Sorry, by the way, die Ratte hier unten, genial. Ich liebe diese Ratte. Und wir sehen also nicht nur in Südkorea, und das sagt man nun offiziell, eine zweite Welle in der Gegend von Seoul. Wir haben die Entwicklungen in Deutschland, die euch bekannt sind, darüber brauche ich nicht intensiv eingehen. Dann die Also mit anderen Worten, in einem Monat haben wir die zweite Welle. Weltgesundheitsorganisation, die WHO, die also vom größten Tagesanstieg spricht, also Rekordanstieg, und in den Vereinigten Staaten auch in einzelnen Bundesstaaten weiter steigende Infektionszahlen. Am Wochenende haben wir einen Tagesanstieg von über 30.000 in den USA, laut der Johns Hopkins University. Und all das scheint der Aktienmarkt heute Morgen mal wieder zu ignorieren. Wir haben also diese Default-Funktion. Beide Dip. Ja, Covid-19 Beide Dip. steigt. Egal, beide Dip. Ja. Und ich bin gespannt, ob das wirklich gut gehen wird. Ich habe am Freitag den Markt Short gespielt. Bin dann ins Wochenende gegangen mit sehr geringen Positionen. Ich habe auf beiden. Ist, glaube ich, nie ein schlechtes Vorgehensweise, einfach im Wochenende einfach mal alles rauszunehmen. Ne? Man weiß ja nie, was am Wochenende kommt. Und wir erinnern uns zum Beispiel bei dem ganzen Öldebakel, ja, dann nutzt man immer ganz gezielt das Wochenende, um dann diverse Veröffentlichungen zu machen, weil man genau weiß, dass die Leute nicht traden können. Beiden Seiten sehr stark reduziert. Ich habe Walmart in den letzten Tagen aufgebaut. Ich werde Walmart auch weiter aufbauen. Walmart, haben die nicht stark gelitten unter Amazon? Zum einen, weil die Aktie korrigiert hat vom Top. Zum anderen, weil Walmart der einzige Wert, der einzige Dow Jones Wert war, der in der Finanzkrise an Wert gewinnen konnte. Und heute Morgen, das konnte ich am Freitag natürlich. Der einzigste? War das nicht Amazon auch noch? Ja, kommt drauf an, welchen Zeithorizont man sieht, ne? Amazon hat ja wahnsinnig zugelegt in der Krise. Also gibt es einige, die waren zwar ganz kurz unten, aber innerhalb von 2, 3 Wochen waren die over the top. Noch nicht absehen, hat sich die UBS zu Wort gemeldet und stuft Walmart von Halten auf Kaufen auf. Wir sehen eine höhere Produktivität, wir sehen schnelleres Wachstum im E-Commerce-Bereich. Es gibt Um ganz ehrlich zu sein, soll kein Kritikpunkt sein, aber manchmal komme ich etwas durcheinander, weil man sehr oft, häufig so nebenbei einfach erwähnt, was er wieder aufgestockt hat, was er wieder verkauft hat, was er wieder gekauft hat, was er wieder verkauft hat. Ich habe mittlerweile null Überblick, was er genau, wie viel er von was genau hält. Das sind halt immer nur so Teilinformationen und ja. Ist halt ein bisschen schwierig. Also es gibt bestimmt einige, die dann so ein bisschen imitieren wollen oder es auch tun oder sich beeinflussen lassen, unterbewusst oder bewusst. Aber so richtig volle Informationen sind es halt nicht. Ne? Es ist immer so, ja, aufgestockt, aber wann genau und wie viel genau und ja, Short war drin, aber schon wieder draußen und so weiter. Ne? Das kommt dann immer so auch alles, ja, ich weiß nicht. Also es ist halt einfach so nebenbei kommen diese ganzen Trading-Geschichten halt von ihm immer und das ist halt für manche Leute, glaube ich, sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen. Inclusive myself. Neben Target und Walmart eigentlich kein Einzelhandelskonzern, der den E-Commerce-Bereich so früh ausgerollt hat wie diese beiden. Ne? Also abgesehen natürlich logischerweise von Amazon und den Heavy Playern im Web-Segment. Und die Implementierung von Technologie bei Walmart wird vehement vorangetrieben. Also hier eine Kaufempfehlung heute Morgen, und ich finde Walmart nach dem Rücklauf ganz interessant. General Motors habe ich am Freitag vor dem Closing wie alle Positionen teils reduziert. Auch da werde ich ein bisschen mehr ausweiten. Wir haben heute Morgen Berichte bei Bloomberg, dass man bis Ende Juni plant,
die Produktionszahlen insgesamt in der amerikanischen Automobilindustrie, nicht nur bei GM, auf das Niveau vor Ausbruch der Automobilindustrie, schwierig. Covid-19-Krise auszuweiten. Aber bevor ich, hier flackern schon die Lichter, weil ich werde jetzt über die Notenbank reden, bevor ich darauf ein... Ich glaube, ich hatte meine letzte Autoaktie vor, ich weiß gar nicht mehr wann, vor 10 Jahren oder was. Notenbank. Jetzt kommt die Notenbank. Wir haben also dieses Tauziehen, die Covid-19-Zahlen, die wirklich bedenklich sind. Wir haben am Wochenende oder am Freitag wieder Kommentare von der amerikanischen Notenbank gehabt. Und der beste Kommentar kommt von dem Vizevorstand der amerikanischen Notenbank. Das kann ich eigentlich nur so zitieren. Wir sehen überhaupt nicht, dass unsere Aktion eine Blase bilden könnte am Aktienmarkt. Das erinnert mich jetzt an irgendeinen Komiker. Moment. Didi Hallervorden. Der hat das, glaube ich, auch mal gemacht. Also der Vizevorstand sieht nicht, dass die massive Ausweitung der Bilanz der Notenbank den Aktienmarkt von der Realität abgekoppelt hat. Ich sehe nichts. Das sind doch alles Schwachköpfe. Also mittlerweile ist doch sowieso so, dass das ist doch alles nur noch eine Farce. Ja, und deswegen habe ich auch aufgehört, irgendwelche Aktienvideos zu drehen, weil fuck it, man. Komisch. Dabei ist doch die Bilanz so stark gestiegen. Naja, auf jeden Fall. Also, wer im aktuell, also momentan noch Videos macht und von irgendwelchen Büchern lesen und dies und das und das und jenes und Bewertungen und Kennzahlen und bla bla bla, der ist wirklich nicht mehr ernst zu nehmen. Ne? Ich weiß, dass es da draußen Hunderttausende von Follower gibt, die das alles noch immer ernst nehmen, aber ich kann euch nichts verraten. Die 20, 30, die dieses Video hier anschauen wahrscheinlich. Überdenkt mal, hinterfragt mal, ja, ob mit dem, was gerade passiert, mit den Geldschwemmen und auch im Hinblick auf die nächsten 3 Jahre oder wann, bis auch immer dann mal eine Bereinigung kommt, und das, was gerade stattfindet, ist keine Bereinigung, das ist genau das Gegenteil. Eine Bereinigung ist dann sowas wie Krieg, ja, Supercrash oder was auch immer, oder einfach Abschaffung von gewissen systemrelevanten Regeln. Ja? Das ist jetzt, was gerade stattfindet. Also man schafft dann halt einfach das Bargeld ab oder dies oder das oder jenes, ja, und dann entwickelt sich daraus halt ein komplett neues System, ja, wo aber die ganzen Regeln alle nicht mehr gelten, die mal galten. Und also erzähl mir, also wer jetzt noch ernsthaft, ich weiß, der macht das immer so gerne auf Spaß, und deswegen schaue ich ihn gerne immer noch weiter an, aber jetzt noch ernsthaft Aktienvideos dreht und mit Bewertungen und mit diesem das und ja, es ist gerade super im Kommen. Ne? Also die privaten Anleger haben gerade ihr absoluten Highlight bis zum nächsten Crash. Ja. Weil Clarida hat ein Interview gegeben bei Fox Freitagabend und sagt also, wir werden alles geben, was wir geben können. There is no limit to potential Federal Reserve Treasury purchases. Damit sagt er genau das Gleiche wie sein Chef. Was soll er uns auch sonst machen? Und gleichzeitig haben wir aber auch zwei US-Notenbankmitglieder, einmal von der Notenbank Boston. Rosengreen warnt also, dass die Erholung der amerikanischen Konjunktur schleppender ausfallen wird, als eingepreist wurde, also als viele erwarten. Wir haben ein zweites Notenbankmitglied, Kashkari, der ebenfalls mahnt, dass die Erholung der amerikanischen Konjunktur länger dauern wird, als noch vor einigen Monaten erwartet. Also auf der einen Seite rudert man also zurück innerhalb der Notenbank. Paul hat ja auch einen relativ langen, eine längere Timeline, was die Erholung betrifft, als der Aktienmarkt. Und gleichzeitig sagt man, egal, die werden alles geben. Ne? Don't worry, wir geben alles. Und nein, wir sehen überhaupt nicht. Also mit anderen Worten, er sagt es ja selber, es gibt alles keinen Sinn. Wieder da. Dass der Aktienmarkt irgendwie jetzt sich von der Realität abgekoppelt hat. Also von Spekulationsblasen kann man hier gar nicht die Rede überhaupt sein. Nicht. Also, na gut. Das Lied der amerikanischen Notenbank, die UBS heute Morgen übrigens mit einer Empfehlung. Und hier heißt es, look, es gibt 3 Stories, die den Aktienmarkt bewegen. Punkt 1, die Notenbanken. Klar, Fiskalpolitik, Notenbank und also Geldpolitik, Fiskalpolitik. Die zweite Covid-19-Welle. Und die dritte Story, die Unsicherheit um die US-Wahlen. Fazit ist also, wir sehen also, dass das Thema um die zweite Welle
und die Unsicherheit um den zum Ausgang der US-Wahlen. Das wird die Volatilität an den Märkten erhöhen. Ja, es wird die Volatilität erhöhen, ändert aber nichts daran, dass mittelfristig betrachtet die amerikanische Notenbank das Sagen hat an den Kapitalmärkten und sich die Kapitalmärkte dementsprechend auch positiv entwickelt werden. So also die UBS, hier sagt man also die UBS. Die Schweizer Bank. Fragt sich halt nur, wie lange noch, ne? Wie lange das halt noch so weitergeht. Das ist die große Frage. Und ich glaube, dass sich ganz, ganz viele Leute verheben, was dann noch auf uns zukommt, denn viele von den Businesses, die kriegen die ganzen Auswirkungen erst demnächst, ja, inklusive Arbeitslose, inklusive dies, das, jenes. Wir waren letztens beim Essen, ich mit meinen Eltern, und die haben richtig böse aus der Wäsche geschaut, als sie gesehen haben, dass alle Preise ungefähr 50% so hoch waren wie vorher. Beim Griechen, beim gleichen Griechen von noch 2 Monaten. Klar, weil sie die Kohle wieder reinholen müssen und wollen. Und es wird eine massive Inflation nach sich ziehen, das Ganze. Also das ist schon mal abzusehen. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.